Was geht, was geht, was geht? Servus, meine lieben Babes, und einen wunderschönen guten Tag auch von mir an dieser Stelle. Wusstest du, dass du bis zu 10 Mal pro Stunde für einige Sekunden und bis zu 23 Mal pro Nacht aufwachst? Das ist ja geisteskrank. Aber du es nicht checkst? Heute geht es um das Thema Schlaf. Ne? Wir werden ein bisschen darauf eingehen, allgemein der Schlaf, ne? Diese unterschiedlichen Schlafphasen, was in diesen Schlafphasen so wirklich passiert, was den Schlaf fördert, was den Schlaf torpediert. So, erstmal, was ist denn der Schlaf? Dein Herzschlag ist ein bisschen verringert, du hast eine geringere Atemfrequenz als normalerweise. Deine Muskeln sind, die verlieren den sogenannten Muskeltonus, das heißt die Anspannung von den Muskeln. So eine Grundspannung im Alltag. Wie fängt es aber jetzt an? Ne? Wie kommt man da rein ins Schlafen? Mit der sogenannten Einschlafphase. Da spielt eine ganz, ganz berühmte Stoff eine Rolle, das sogenannte Melatonin. Das ist das körpereigene Schlafhormon. Das produziert der Körper selber. Und das wird ausgeschüttet, wenn im Auge weniger Licht ankommt. Also das heißt, wenn es dunkel wird, dann wird man müde. Also das ist der Grund, wieso man müde wird. Dann wird Melatonin ausgeschüttet und das führt eben dazu, dass du schläfrig wirst. Ne? Was passiert jetzt aber direkt in dieser Einschlafphase? Ne? Logischerweise, du legst dich hin, machst die Augen zu. Und es ist halt so diese Übergangsphase vom Wachzustand in den Schlaf. Und manche Leute kennen das vielleicht so, da können kurze Muskelzuckungen nochmal so als letzter Reflex von diesem Muskeltonus da bleiben. So, da schreit so der Körper, ich bin wach. Und dann nein. Schläft er so ein. Ja, genau. Danach geht es direkt über in die Leichtschlafphase. Da ist jetzt wirklich passieren die ersten Sachen. Die Muskeln entspannen sich jetzt mal wirklich. Also du hast wirklich keinen Grundtonus langsam. Und dann passieren halt die Sachen, so die Atemfrequenz nimmt ab, du nimmst tiefere Atemzüge ein, aber halt weniger oft pro Minute. Puls nimmt ab, also du hast einfach weniger Herzschlag und man wird umso schwerer weckbar. Also das dann wirklich, ja, man kann einen noch aufwecken, aber man geht schon tiefer in den Schlaf rein. Ja, kommen wir gleich zu den nächsten zwei Schlafphasen, zur Tiefschlafphase und zur REM-Schlafphase. Die Tiefschlafphase ist die wichtigste Schlafphase, weil da passiert der ganze Bums, ne? Also diese ganzen Regenerationsprozesse, also diese Zellteilung, ne, wodurch halt repariert wird im Körper, dadurch wird halt Wunden geheilt, alles Mögliche, werden die Muskeln aufgebaut, alles drum und dran. Es werden sehr viele Wachstumshormone ausgeschüttet, was auch besonders wichtig ist im Kindesalter, wenn man eben wächst, ne, ganz klar, macht Sinn. Es werden mehr T-Zellen produziert. Diese T-Zellen sind sehr wichtig für die Virusabwehr. Ne, wenn man jetzt zum Beispiel krank ist, packen die halt quasi so eine Zelle, ziehen da den Virus raus, fertig. Ist im Schlaf passiert der ganze Bums. Es werden mehr weiße Blutkörper auch produziert. Das ist auch wieder wichtig bei Krankheiten. Ja, wenn man eben krank ist und wenn man gesund bleiben will, ist der Schlaf auch besonders wichtig, vor allem die Tiefschlafphase. Es wird Erlebtes, wird verarbeitet. Ne? Man lernt quasi im Schlafen. Wenn man jetzt tagsüber ganz Tag Vokabeln gelernt hat, ist es im Schlaf, wo man das alles verarbeitet, wo es ins Langzeitgedächtnis überführt wird. Tiefschlafphase, wie der Name schon sagt, ist ein sehr tiefer Schlaf. Da wird man auch sehr schwierig rausgezogen. Und da ist auch wieder dieses Ding. Ne? Man kennt es vielleicht, wenn man aufwacht, einfach so aus dem Schlaf gerissen wird, durch den Wecker eben. Und das eben in dieser Tiefschlafphase passiert, was sein kann, ist es eben so, dass man sich fühlt, als hätte man nicht gepennt. So. Und jetzt kann es eben sein, okay, du stehst irgendwie, keine Ahnung, 20 Minuten vorher wirst du wach durch den Wecker in der Einschlafphase. Dann kann es halt eben sein, okay, du fühlst dich übel, erholt, ausgeschlafen. Die Traumschlafphase, ne, ist die vierte Phase im Endeffekt, die Rapid Eye Movement Phase, wo sich dein Auge unnormal schnell bewegt. Dadurch heißt sie halt auch REM, ne, Rapid Eye Movement. Da wird eben geträumt, wie der Name schon sagt. Da ist der Puls, die Hirnaktivität, Atmung und der Blutdruck wieder erhöht, wie eigentlich im Wachzustand fast schon, weil du halt eben träumst und weil es halt eben abgeht im Kopf. Und da ist es auch ähnlich wie in der Tiefschlafphase, wenn man rausgerissen wird. Man ist halt ein bisschen verstört, sage ich jetzt einfach mal so. Aber am besten ist es trotzdem, wenn man zwischen diesen Schlafphasen aufwacht. Ne? Entweder zwischen, also in der Einschlafphase ist jetzt noch nicht, ist es gar nicht schlimm. In der Leichtschlafphase ist es jetzt auch nicht so wild, weil man halt eben auch noch, wie der Name sagt, leicht schläft. Oder zwischen Leichtschlaf und Tiefschlaf oder zwischen Tiefschlaf und REM-Schlaf. Zwischen den Phasen ist halt am besten, da fühlt man sich immer am erholtesten. Und diese vier Phasen wiederholen sich halt immer. Man kann so grob sagen, die Einschlafphase und die Leichtschlafphase machen so 50 Minuten aus. Und dann sind nochmal 40 Minuten insgesamt die Tief- und die REM-Schlafphase, was dann in Summe, ne, diese vier Phasen von 1,5 Stunden circa ausmacht. Und da hast du diesen ganzen Schlafzyklus abgedeckt. Und diese machst du halt eben 4 bis 5 Mal durch und hast halt eben dadurch dann deine Erholung. Ne? Wenn die wiederholen sich halt eben immer öfter, ne? Und es kommt dann wieder drauf an, machst du halt am Tag viel Sport, machst du viel, lernst du viel, was auch immer, ne, bewegst du dich viel, dann brauchst du halt eher 5 Schlafphasen oder chillst den ganzen Tag im Bett, brauchst du eher 3 Schlafphasen, wenn du jetzt nicht krank bist oder sowas. Und daraus entwickelt sich dann halt, ne, so 4 Phasen, sagt man so, im circa sind dann halt diese 7,5 Stunden, ne, kann man sich dann hoch und runter rechnen, vielleicht 9 Stunden, wenn man viel gemacht hat, vielleicht 6 Stunden, wenn man nichts gemacht hat
Und dadurch entwickelt sich dann dieser ganze Schlaf im Endeffekt. Wenn du dich jetzt fragst, so wie kann ich jetzt sicherstellen, dass ich diese 4 bis 5 Schlafphasen einfach ganz, ganz sicher reinbekomme, dann hat der Lukas schon ein, zwei gute Tipps gesagt. Erstmal, Bewegung ist ganz wichtig, weil damit ermüdest du einfach deinen Körper. Ich glaube, jeder kennt es, wenn er mal irgendwie Tag Skifahren war oder so, den ganzen Tag irgendwie draußen rumgelatscht ist. Und dann wird man einfach am Abend dann träge und müde. Was noch hilft, ist frische Luft. Das würde ich euch auch immer empfehlen. Einfach Fenster auf beim Schlafen, weil ein anderer Punkt ist noch, die Temperatur sollte kühl sein. Und da gilt jetzt nicht, je kühler, desto besser. So, irgendwann ist es dann auch gefährlich. Sollte so Raumtemperatur ungefähr 18 Grad sein. Und was von der Ernährungsseite noch ein Tipp ist, sogenannte serotoninreiche Lebensmittel essen. Weil Melatonin, dieses Schlafhormon, ne, haben wir vorher gesagt, das wird aus Serotonin gemacht. Dann kommen wir gleich zum Torpedieren des Schlafs, ne, was den Schlaf eben hemmt, was den Schlaf ein bisschen untergräbt, ne, was passiert, ne, wenn du eben viel Stress im Alltag hast zum Beispiel, wenn du zum Beispiel Schicht arbeitest, ne, wenn du jetzt die ganze Nacht arbeitest, den ganzen Tag über pennst oder hast du halt einen gestörten Schlafwachzyklus. Dadurch ist auch wieder, ne, dieses Schlafhormon, Melatonin, kommt dann halt auch eben ins Ungleichgewicht und alles drum und dran. Da gibt es auch noch Ghrelin und Leptin, das sind die Hungerhormone, die dann halt auch dadurch ins Ungleichgewicht kommen und wodurch du dann halt entweder weniger oder mehr essen kannst, kommt halt immer darauf an, was für ein Ungleichgewicht das jetzt ist. Dann Drogen sind dann auch noch ein ganz großer Faktor. Alkohol zum Beispiel, da schläft man auch ganz unruhig, oder zum Beispiel andere Drogen, wie zum Beispiel Meth, da bist du wach halt einfach, ne? Crack, Medikamente gibt es dann auch noch, ne? Ist ja gleiches Prinzip wie bei Drogen, ist ja eigentlich auch nicht viel anders. Erkrankungen können da noch mit einspielen, ist auch klar. Umwelteinflüsse wie zum Beispiel Lärm oder irgendwie Erdbeben oder sowas, auch ganz klar, brauchen wir auch nicht viel zu sagen, wenn da der Boden wackelt, dass du halt nicht so gut schlafen kannst, aber kannst du wahrscheinlich auch nicht viel dagegen machen. Zum Beispiel Blaulicht ist auch noch ein großes Thema, wo man was machen kann. Das ist jetzt zum Beispiel vom Handy oder von irgendwelchen Bildschirmen, vom Fernseher, vom Laptop oder was weiß ich auch. Dieses Blaulicht sorgt halt dafür, dass du halt eben, ne, nicht so lange schlafen kannst, beziehungsweise nicht so gut schlafen kannst. Schlafstörungen dann auch wieder, selbsterklärende Schlafstörungen, nicht so fördernd sind für den Schlaf. Die kommen halt auch durch psychische Probleme wie Depressionen oder ähnliche Sachen, was dann auch wieder nicht so lustig ist. Auf jeden Fall Atemstörungen gehören da auch dazu, wie dieses Schlafapnoe, ne, kennt wahrscheinlich der ein oder andere. Genau, und er erstickt auf einmal so ein... ist sehr bekannt. Aufwache. Und Atemstörungen, da gehört auch Schnarchen und sowas dazu. Das ist so ein Voranzeichen von Atemstörungen. Psychosoziale Störungen gehören da auch dazu, was dann halt wieder diesen Stressfaktor ein bisschen ausmacht, ne? Wenn man Sorgen und Nöte um Beruf oder sowas hat oder im sozialen Umfeld oder so im Privatleben hat. Wenn es da irgendwie der Job gerade auf Kante steht oder was auch immer, das kann halt auch dadurch kommen. Ne? Das kann den Schlaf torpedieren, wenn du halt Sorgen um deinen Job hast. Genau, so torpedierst du deinen Schlaf, wenn du Lust hast. Genau, jetzt haben wir ein bisschen den Schlaf kennengelernt, kommen ein bisschen greifen. Ne? Ihr kennt die 4 Schlafphasen, Einschlafphase, Leichtschlafphase, Tiefschlafphase und REM-Schlafphase. Ihr wisst, dass man viel öfter aufwacht, als man denkt und sich halt einfach nur nicht daran erinnern kann. Ihr wisst auch wahrscheinlich, dass Koffein oder Stress vorm Schlafen gehen nichts dazu beiträgt, dass ihr besser schlaft. Aber sehr wohl ist es gut, wenn man ein bisschen Sport macht oder die Heizung mal ausschaltet über Nacht. Wenn ihr jetzt mehr Bock habt, ihr habt jetzt viele Sachen an mir angeschnitten zum Thema Schlaf, es geht auch noch viel tiefer rein. Es gibt ja noch Albträume. Der Lukas hat schon gesagt, ein bisschen mit dieser Schlafapnoe, was passiert da genau? Was ist, wenn man sogenannte Wachträume hat? Also wenn man einfach kontrollieren kann, was man träumt, ne? Oder wie man das erreichen kann. Was ist eine Schlafparalyse? Was passiert da? Dein Körper ist halt wie paralysiert. Finde ich auch sehr, sehr interessant. Oder wenn ihr Bock habt auf andere Themen, wir haben ja die letzte Folge Regulationsmethoden angeschnitten, da können wir auch nochmal tiefer eingehen auf zum Beispiel Dehnen, auf die Kälte vielleicht, jetzt gerade auch in Bezug zu Schlaf interessant, die Ernährungsseite. Oder, ne, dass wir euch ein bisschen was über Kraftarten erzählen, Kraftarten vom Muskel. Zum Beispiel, was der Unterschied zwischen Schnellkraft? Wie baue ich meine Maximalkraft auf? Wie kann ich Kraft ausdauern werden, dann stimmt auf Instagram auf jeden Fall ab. Ne? Das war's von unserer Seite. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und ein schönes Leben. Tschüss. Tschüss.